Es ist der zweite Tag und wir haben gleich Generalaudienz. Ich werde versuchen, ein bisschen was zu filmen, aber wir sind doch sehr weit weg. Mal sehen, ob das klappt. Es ist das erste Mal, dass ich bei einer Generalaudienz mit dabei bin und ich freue mich schon sehr. Grazie. Andate via la sala. Ein herzliches Willkommen allen Pilgern und Besuchern deutscher Sprache. Außer individuell angereisten Einzelpersonen und Familien sind die folgenden Gruppen zu geben. Aus der Bundesrepublik Deutschland, Initiative Neuer Anfang, Heilige Johannes Paul II. Neuss. Anna, che ci accompagni. Perché la fragilità è in realtà la nostra vera ricchezza. Noi siamo ricchi in fragilità, tutti. Quella vera ricchezza che dobbiamo imparare a rispettare e ad accogliere, perché quando viene offerta a Dio, ci rende capaci di tenerezza, di misericordia e di amore. Guai delle persone che non si sentono fragili. Sono duri, dittatoriali. Den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, eine Voraussetzung geistlicher Unterscheidung ist eine gute Selbsterkenntnis, und zu dieser gelangt man leichter und sicherer mit Hilfe eines erfahrenen geistlichen Begleiters, mit dem man vertrauensvoll über das eigene Leben sprechen kann, auch über die eigenen Unzulänglichkeiten und Schwächen. Diese erweisen sich mitunter als sehr wertvoll, denn ehrlich vor Gott gebracht, können sie zum Anlass werden, den göttlichen Weg der Barmherzigkeit und Liebe einzuschlagen. Denken wir an die Samariterin am Jakobsbrunnen, an Zachäus, an die Sünderin, an Nikodemus und an viele andere Gestalten im Evangelium. Da, wo Menschen Jesus wirklich begegnen und keine Angst haben, ihm ihr Herz zu öffnen und ihre Schwäche zu zeigen, machen sie die Erfahrung der Vergebung und des Heils. Ein guter geistlicher Begleiter führt den Menschen zu einer solchen Begegnung mit Jesus, indem er dazu ermutigt, im eigenen Herzen zu lesen, falsche Gedanken aufzudecken, die Zeichen des Guten zu sehen und sich auf neue Perspektiven und Sichtweisen einzulassen. Niemand kann allein zu Gott gelangen. Glaube ist immer eine Weggemeinschaft von Brüdern und Schwestern, die sich als Kinder des einen Vaters erleben. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen. Cari pellegrini in lingua tedesca, con le parole del nostro caro defunto Benedetto XVI voglio ricordarvi: chi crede non è mai solo, chi ha Dio come padre ha molti fratelli e sorelle. In questi giorni sperimentiamo in modo particolare quanto questa comunità di fede sia universale e che non finisce neanche con la morte. Dio vi benedica. Gerade war die Generalaudienz. Ich habe versucht, die Leute vom neuen Anfang zu filmen. Es lief doch irgendwie ganz anders, weil sie doch nicht nach vorne sollten, nach oben. Und es war schwierig, dann von hinten zu filmen. Ich habe mein Bestes gegeben. Wir sind gerade vom ZDF aufgehalten worden, um Zeugnis für Benedikt zu geben, sozusagen. Ob es ausgestrahlt wird, wissen wir nicht, aber es war eine
Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Chance, auch mal was Positives über ihn zu sagen im deutschen Fernsehen. Vor allem im ZDF gab es doch dieses Porträt, das so ganz, ganz schrecklich war, dieser Nachruf. Und ja, wir versuchen zu retten, was zu retten ist sozusagen. Wir sind hier in der Nähe des Petersplatzes, den man auch hinter uns sehen kann. Und wir haben Pater Paulus getroffen. Hi. Ich freue mich sehr, dass das dann jetzt so auch zustande kommt und dass wir auch zusammen Mahl halten können. Nicht liturgisch gemeint. Wann seid ihr angereist? Gestern? Ja, wir sind schon gestern Abend gekommen mit meiner Nichte, ihrem Mann, meiner Großnichte, ein kleines Baby. Und das war eine anstrengende Fahrt, aber eine richtige Wallfahrt. Mhm, muss auch sein, ne? Genau. Und was habt ihr bisher schon erlebt? Was habt ihr schon gemacht in Rom? Ja, wir sind angekommen, erstmal was gegessen. Und heute früh ist sofort, so schnell wie es ging, im Vatikan. Und haben uns angestellt, aber es ging ganz schnell, Gott sei Dank. Mhm. Und es war sehr beeindruckend, es ist eben sehr zusammengefallen. Nur noch ein Häufchen Elend, ist Papst Benedikt, aber ist ja nicht so wichtig. Die Seele ist größer. Genau, umso größer. Ja, und wie geht's noch weiter? Jetzt die nächsten Tage? Ja, wir werden nur noch ein paar Leute treffen, wie wir uns getroffen haben hier und einfach nur ein bisschen rumhängen. Und durch meine Kutte bin ich ja ziemlich bekannt und ja, auch jetzt im Englischsprachigen ist meine Gemeinschaft ja sehr bekannt, wäre überall mal ein bisschen angesprochen. Kannst du das nochmal sagen, welche Gemeinschaft das ist? Wir sind Franziskaner der Erneuerung, ist eine Gründung, eine Reform, Kapuziner aus New York City, der Bronx. Mhm. Wir sind aber in England, Irland, USA natürlich und Lateinamerika. Mhm. Mittlerweile sind wir durch die Medien auch sehr bekannt. Und ich auch natürlich in Deutschland, aber es ist, würde ich mal sagen, schon ein bisschen demütigend, wenn man dann so von allen möglichen Leuten angesprochen wird. Und ich habe keine Ahnung, wer das ist. Aber du wirst ja auch ganz oft angesprochen, weil die Leute deinen Segen wollen, weil sie dich in Kutte sehen. Und das ist ja genau, anscheinend wichtig, wie man nach außen auch wirkt. Als Geist. Ja, ja. Das ist eben eigentlich, ich mal sagen, hat das nur Vorteile. Ne? Und ist natürlich auch so, dass die Verpackung mit dem Inhalt übereinstimmen muss. Man muss schon ein geistliches Leben führen. Und das ist eben, jetzt bin ich schon 34 Jahre Franziskaner, ich staune selbst. Und das ist natürlich ein tolles Leben. Eigentlich kann ich mir nichts Besseres vorstellen. Und man entdeckt dann auch Papst Benedikt immer mehr. Alles, was er geschrieben hat, was er gesagt hat, das passt rein. Das wird bleiben. Das ist ein theologischer Gigant. Und ich bin so, so froh, dass wir erstmal so einen deutschen Papst hervorgebracht haben. So einen deutschen Theologen. Und wir sind ja auch bekannt dafür. Ne? Nur die letzten 30 Jahre haben wir da einige Böcke geschossen. Und ich hoffe, dass wir wieder zur guten alten Lehre zurückkommen, zum gründlichen Studium. Dafür sind die Deutschen bekannt. Mhm. Das hoffe ich natürlich auch sehr. Und dafür beten wir auch. Genau. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass es zustande kommt, dass wir jetzt auch ein bisschen Zeit hier miteinander verbringen können. Und wir wünschen euch natürlich noch ganz viel Freude, auch morgen bei der Beerdigung. Ich hoffe, dass ihr gute Plätze bekommt und dass ihr Benedikt die letzte Ehre erweisen könnt auf diese Weise. Unbedingt. Und wir beten auch für Deutschland. Unbedingt. Weil er wird ja auch für uns weiterhin beten, noch mehr beten sogar. Und hat einen besseren Ausblick jetzt und Überblick. Und ich denke mir, das ist auch sehr, sehr wichtig für uns. Und wir haben ja die Kirche, die verherrlichte Kirche und die leitende Kirche und die streitende Kirche. Wir sind ja eine Familie, Himmel und Erde verbunden mit dem Haupt Jesus Christus. Wir brauchen eigentlich überhaupt keine Angst haben. Und ich habe ja schon Kommunismus überstanden. Und das war wie ein böser Traum vorbei. Und alle haben sich in die Augen geschaut und gesagt, war das real oder war das nur ein schlechter Traum? Und genauso wird das mit dieser gottlosen Anti-Gott-Regierung sein, Anti-Gott-Gesellschaft, das wird vergehen. Wie eine Rauchwolke vergeht, was bleibt, ist wirklich die Wahrheit Jesu Christi. Und dafür
lohnt sich das zu arbeiten und zu leben. Gott bleibt. Die Katholiken haben immer ihre Feinde begraben. Das ist ein alter Spruch. Und das können wir höchstwahrscheinlich bald erleben. Das macht Hoffnung. Danke auch für diese richtigen aufbauenden Worte. Genau. Und dann darauf stoßen wir an. Heute gehen wir aber nur daran vorbei, denn wir wollen jetzt eigentlich noch woanders hin. Und zwar nach Santa Croce, dort wo die Kreuzesreliquien sind. Dort gibt es erstmal eine heilige Messe, dann gibt es ein Gespräch mit Kardinal Müller, der nämlich die Messe hat. Und abends geht es für uns dann noch weiter. So. Wir sind jetzt angekommen bei Santa Croce. Ich bin schon sehr gespannt auf die Reliquien und auf die Messe und auf alles, was hier gleich noch sein wird. Und bin sehr dankbar für alles, was wir schon erleben durften. Und da hinten läuft im pinken Oberteil meine Heldin der Studienzeit, zusammen mit Birgit Kelle, nämlich Gabriele Kubi. Thank you.
politisch immer noch sehr wichtig, jedenfalls zahlreich, die Deutschen bei den wichtigsten, was leider, aber Gott sei Dank, noch nicht der Fall ist, wir werden kritisch beäugt.